Da ist sie wieder. Frei zugänglich für die Öffentlichkeit und top saniert. Die Weltraumplastik des Kopitzer Künstlers Rudolf Lipowski. Ursprünglich hatte der heute 87-Jährige die Wandplastik, die Juri Gagarins ersten Flug in den Weltraum zeigt, 1966 für die Gagarin-Schule in Pirna entworfen. Dass sie nach deren Abriss 2012 nicht entsorgt wurde, ist Balsam für des Künstlers Seele. Natürlich ist es schön, wenn das, was man geschaffen hat, auch für die Nachwelt erhalten bleibt und dass es nicht den Buntmetalldieben zum Opfer gefallen ist. Damit muss man ja auch rechnen. Dass die Aluminiumplastik gerettet wurde und nun wieder in neuem Glanz erstrahlt, verdankt er dem Engagement der Familie Lippert. Sie ersteigerten die Wandplastik von der Stadt und investierten mehr als 5000 Euro und über 400 Arbeitsstunden in die Restauration des Kunstwerkes, die sich hier und da als äußerst kompliziert erwies. Wir haben erstmal mit der Reinigung begonnen, hatten dann natürlich sofort Probleme, weil das Aluminium sehr stark angegriffen war. Und zum Glück, ich hatte es vorhin erwähnt, hatten wir noch einen heißen Draht zur Frau Kadner. Die hat mir dann eine Lösung mit verschiedenen Chemikalien gemacht, sodass wir das also ordentlich sauber bekommen haben. Das haben wir dann in 5, 6 Arbeitsgängen gemacht. Für alle Einzelteile, das ist ja völlig in Einzelteilen zerlegt gewesen, und haben das gereinigt. Und danach ist es halt zweimal dünn versiegelt worden mit so einem farblosen Beschichtungslack, den man eigentlich so für Flugzeugteile nimmt. Bei der Suche nach einem würdigen Standort für das frisch sanierte Kunstwerk fand Peter Lippert schnell Unterstützung bei der städtischen Wohnungsgesellschaft Pirna. Mehr als 150 Wohneinheiten besitzt das Wohnungsunternehmen in der Juri-Gagarin-Straße. Dass die gleichnamige Plastik hier ihren neuen Platz finden sollte, stand von Anfang an außer Frage. Die WGP hat überhaupt nicht gewackelt, hat gesagt, sofort, die Idee finden wir richtig gut und wir unterstützen euch. Sie haben uns auch finanziell dann unterstützt, indem sie auch die ganzen Kosten des Anbringens getragen haben, inklusive Gerüst. Also so, dass wir das sagen, es war ein gedeihliches Miteinander. Ein Miteinander spürte man dann auch bei der Einweihungsfeier, die die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna dann auch gleich nutzte, um das Quartier zu taufen. Es war eine gute Gelegenheit, diesem Quartier einen Namen zu geben. Das hatten wir langfristig sowieso vor. Aber diese Anbringung der Plastik war der geeignete Zeitpunkt dafür, diesem Quartier auch einen Namen zu geben. Und was liegt näher, dieses Quartier auch auf das Quartier Juri Gagarin zu taufen. Damit die Bewohner den neuen Quartiersnamen in alle Welt tragen können, bekam jeder der im Quartier lebenden Mieter 5 Motivkarten von der städtischen Wohnungsgesellschaft geschenkt. Die Anwohner und Bewohner des Stadtteils waren aber auch so schon aus dem Häuschen. Zahlreich waren sie zur Einweihung des Schmuckstückes erschienen und priesen dessen Wiederkehr. Wunderbar, wir waren auch begeistert, wie das hier ankam. Schon schön. Es ist ja nur immer Geschichte und das gehört nur mit dazu. Ja, das ist so. Meine Enkelkinder sind ja früher in die Schule gegangen, sodass man die Gagarin-Schule schon von jeher kannte. Ja, und jetzt das Symbol, das ist schon sehr schön. Ja. War ein guter Einfall. Ich finde es ganz großartig, dass die Lipperts das gemacht haben, weil es wird vieles abgeschraubt, weggeworfen, vergessen. Und bin auch mit Juri Gagarin groß geworden in der Schulzeit und so. Das ist einfach nur sehr schön. Und die Plastik an sich ist ja auch sehr schöne Sache, die damals gefertigt wurde. Und wenn sie jetzt hierher passt, wohin sonst? Also schön. Bessere Stelle hätte es gar nicht geben können als Andenken. Weil ich war selber auch in der Gagarin-Schule. Wohnen in der Gagarinstraße und optimal. Die nächste Quartierstaufe wird übrigens im April 2016 stattfinden. Welches Quartier dann einen neuen Namen erhält, konnte uns die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna aber noch nicht verraten.